Heute hier bei uns auf dem Tisch von Schloss Lerensteinsfeld, De Lemberger 2008. Jochen, Schloss Lerensteinsfeld, kannst du was über das Weingut sagen? Schloss Lerensteinsfeld ist ein Weingut, das sehr lange im Familienbesitz war, aber auch eine Zeit lang die Rebe verpachtet hat und die Familie kein Wein mehr angebaut hat. Ja, seit einigen Jahren hat die Familie wieder, die baut die Weine wieder selbst aus und hat dazu Christoph Ruck engagiert, der Sohn eines fränkischen Spitzenwinzers, der jetzt das Zepter in die Hand genommen hat und wirklich Spitzenweine erzeugt und inzwischen auch wirklich immer mehr Renommee gewinnt. Wunderbar. Wollen wir mal gucken, ob der Sohn das so gut wie der Papa kann. Wir haben schon mal eingeschüttet. Genau. Sagt uns die Farbe bei den Weinen. Wir haben so typisch von Lemberger nicht ganz so ein dichtes, dunkles Rot, so ein Kirschrot mit Rubinrot, sage ich mal, mit so ganz leichten violetten Reflexen, die auf das Alter des Weins hindeuten, dass das ein sehr junger Wein ist. Mhm. Ausgebaut wurde der in großen Holzfass und Trauben wurden von Hand gelesen, was generell alle Trauben werden von Hand gelesen, egal welche Qualitätsschiene, bei Schloss Lerensteinsfeld, und der Wein lag sehr lange auf der Feinhefe, um mehr Komplexität zu verleihen. Okay. Ja, sehr würziger Stil. Ja, sehr viel Gewürze drin und rote Beeren natürlich. Genau, so Pfeffer, Muskat ein bisschen. Die Gewürze sind ja schon, sag ich mal, sehr präsent, was sehr aber auch präsent, für einen Lemberger mit niedrigem Ertrag sehr typisch ist. Ja. Ja. Also von der Nase her ein Urtypus mit seinen Cassis, Brombeeren, Kirschnoten. Dazu noch so leichte Vanille, Nougatnoten, Rauchfleisch. Das ist wirklich auch ein sehr schönes, komplexes Bouquet. Wieder sehr elegant, nicht genau. So viel Tannin. Genau. Auch Gewürze. Auch sehr, sehr würzig, wie du gerade gesagt hast, ja. Im Stil. Auch, wie du auch richtig erkannt hast, ein eleganter Wein, der aber auch wirklich kaum ein bisschen, also enormen Druck hat, aber trotzdem die Eleganz nicht verliert. Und total samtig, ausgewogen. Also einfach ein wunderbar schöner Wein. Eigentlich der Urtyp eines Lembergers. Was sollte Lemberger sein? Und für die blaufränkisch trinken, was ja auch Lemberg ist aus Österreich, sollten wirklich mal diesen Wein probieren, weil er hat eine deutsche Seele, kann aber locker mithalten mit den österreichischen Gewächsen. Ja, das will ich meinen. Mhm. Also der Lemberger Referenzwein. Kann man so sagen, so, ja. So ein bisschen dran, genau. Referenzklasse. Also es gibt auf jeden Fall noch einen Lemberger drüber, Qualitätshierarchie bei Schloss Lerensteinsfeld, aber es ist schon wirklich im Preissegment knapp unter 10 Euro. Ein toller Wert. Okay, wie viele Punkte gab es dann? 87 von 100 Punkten. Mhm. Das Lagerpotenzial habe ich einschätzen bis maximal 2016. Okay, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau. Und aufgrund der Würze in allem ist es natürlich auch ein super Speisenbegleiter zu Wildgerichten, aber auch zum Lamm oder zum Steak vom Grill. Wunderbar. Dann sind wir mit dem Lemberger durch. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und würde mich freuen, Sie das nächste Mal wieder hier zu sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.